Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, war im vorletzten Jahr. Ich habe mir vorhin, also gestern und heute noch, die ersten 10 Parts reingezogen. Ein wenig, um reinzukommen und zu wissen, wo ich überhaupt hängen geblieben bin. Und wenn ich mich zurecht erinnere, habe ich im letzten Part eine Insel von einer Person besucht gehabt. Und das Museum kann man jetzt auch bei mir auf der Insel besuchen. Wir können uns den Spaß einmal anschauen, wie weit ich da überhaupt gekommen bin. Und ja, was danach geschehen soll, das sehen wir dann. Einstellungen, Inselsicherung nicht festgelegt. Was ist denn das? Das hört sich so an, wie als ob es an der Tür klingeln würde. Als ob du, keine Ahnung, eine Brille brauchst und in den Laden reingehst. Brillenladen. Komplizierter Typ. Yo, Nuki. Hallo Kansha. Hier kümmere ich mich um Anfragen zu verschiedenen Einstellungen. Es geht um sehr wichtige Dinge, deshalb sollten Kinder lieber einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Ja, einen Augenblick bitte. Okay, alles klar. Ich bin da. So, wie kann ich dir helfen? Auf andere Insel umziehen? Über Speicherdaten? Über Nuklink? Inselsicherung? Auch keine Hilfe. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier diesen Spaß anschauen. Die beiden sollten wir uns angeschaut haben. Vielleicht haben wir uns diesen Punkt auch angeschaut. Aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Inselsicherung. Oho, du willst mit mir über unseren Inselsicherungsservice sprechen? Eins vorweg. Dieser Service kann nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung genutzt werden. Und zwar nur, falls deine Nintendo Switch-Konsole verloren geht oder beschädigt wird. Wie kann ich dir also weiterhelfen? Ach was. Erstmal glücklich. Ja, yeah, so heißt meine Insel, Joy Island. Ja, nice. Ich muss einfach nur auf den Select-Knopf drücken und dann kann ich hier wieder bei Nuki vorbeischauen. Ja gut, dann beginnen wir doch mal mit dem Let's Play. Da ist die Bella. Version 2.06. Ja, ich musste eben gerade Updates herunterladen. Juni, 15.41 Uhr. In dem Spiel schneit es. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Freitag, der 9. Juni 2023. 15.41 Uhr. Heute gibt es eigentlich nichts Besonderes zu verkünden. Das war auch bei den letzten Malen so. Übrigens, auf meiner Morgenrunde sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die wohl jemand vom Baum geschüttelt hatte. Aber so langsam geht die Saison von Eicheln und Zapfen zu Ende. Wenn ihr noch welche braucht, beeilt euch. Ich hoffe, jeder hier genießt die letzten Herbsttage. Ja, ja. Ah, Herbsttage? Haben wir nicht mittlerweile Sommer? Ich schicke euch fix eine Anleitung für ein Baumfruchtbäumchen an eure Bastelanleitungen-App. Oh, nice. Nichts Neues zum Verkünden, aber dafür eine neue Anleitung. Diese Wartephase. Loading, loading, loading. Hallo? Ist mein Mikrofon an? Ja, ich brauche Freunde in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie das geht. Also mit Rieke bin ich befreundet. Aber wie sehe ich denn aus? Ja, yeah, ich habe das Spiel lange nicht mehr angefasst. Und wo ist mein Cappy? Nice, so sah ich aus. So, ich check mal kurz die Freundesliste ab. Ich habe mich gerade gefragt, ob es ausreicht, mit Leuten auf der Switch befreundet zu sein. Beste Freunde und hier ist auch ein Punkt. Es sind keine besten Freunde online. Ah hier, Rieke. Sie ist aber offline. Okay, alles klar. Ja, ich brauche Freunde, Leute. Gebt mir Bescheid, wenn ihr mit mir befreundet sein wollt. Okay, genau. Ich schau mal kurz. Kann ich Nuckmeilen bekommen? Oh, fange Insekten. Hier kann ich noch nichts erhalten. Nee. So wie es aussieht, habe ich mich um einige Sachen hier schon gekümmert. Aber hier fehlen noch gewisse Sticker. Guck mal kurz.
Ne, ich habe mich hier um alles gekümmert. Fauna PD. Kann ich auch mal reingucken. Chatlog. Ich muss gerade reinkommen, Leute. Ich muss mich an das Spiel wieder gewöhnen. Und außerdem weiß ich gerade nicht, was das Ziel ist. Chatte mit anderen. Okay. Niemand ist online. Notrettung? Notrettung rufen? Ach was, wenn es hier brennt oder wie? Okay, ich will einmal kurz nach Hause. Wo ist meine Lagerkiste überhaupt? Okay, ich bin schon gespannt, wie meine Insel bald aussehen wird. Hauptsache ist, dass ich fleißig zocke. Hä? Was war das denn bitte schön? Für ein Gesichtsausdruck. Kann man nicht sagen, ich habe das Gesicht nicht gesehen, aber irgendeine Emotion wurde gerade ausgelöst. Ach, ich habe hier eine Wand? Mio, sieht das nicht so aus? Hä? Was ist das für ein Käfer? Habe ich keinen Pescher? Kreiselschnecke? Ah, nee. So heißt das Item. Warte mal. Hier ist mein Wackelkescher. Nee, benutzen. Kann ich ihn nicht benutzen? Na, ich glaube, hier geht das einfach nicht. Okay, so sieht mein Zuhause aus. Jetzt ist die Frage, ob man die Items einfach mitnehmen kann. Wenn man mich besuchen kommt. Nook Inc. Akademie ADSH. Nook Direct Bank. Mama. Ach was. Check ich mal kurz ab. Mein lieber Kanscha, ein weiteres Jahr ist vergangen und du bist wieder ein Jahr älter. Vielleicht schmeckt dir inzwischen sogar Brokkoli. Sei es drum, für mich bleibst du immer mein kleines Baby. Wie süß du mal warst. Wie, bin ich das nicht mehr? Bin ich das nicht mehr? Deine Mama. In die Tasche. Brauche ich das überhaupt? Ich habe zu früh auf den A-Knopf gedrückt. Nook Direct Bank. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Nook Direct Bank. Ihrem Konto wurden Zinsen im Wert von 57 Sternis gutgeschrieben. Was für ein Müll? Was ist das denn für ein Dreck? Zinsen gehören überhaupt den schlimmsten Sachen auf dieser Erde. Was hat so ein Müll in diesem Spiel zu suchen? Was? Ich will die wegschmeißen. 57 Sternis, ne? Die entferne ich. Wegwerfen. Wegwerfen. Okay, ich habe jetzt den Brief weggeworfen. Will ich auch weghaben. Will nichts mit Zinsen zu tun haben. Haus von Kanscha. Punkt 0, Rang B. Steht ein Feiertag ins Haus. So dekoriere selbiges doch einmal mit Einrichtungen, die du auch nur zu jeweiligen Saison sammeln kannst. Akademie des schönen Hauses. Nook Inc. Ist tatsächlich schon ein Jahr vergangen, seitdem du das Reif für die Inselpaket gebucht hast? Jawohl, und das wollen wir feiern. Ich hoffe, du genießt die Torte genau wie deine Zeit auf der Insel. Ja, ich muss mich wieder einleben, wa? Oh, hier ist was. Mit Geschenk? Ja, wo ist das Geschenk? Aha, in die Tasche. Von Freunden. Von Rieke viele Geschenke bekommen. Hallo. Okay. Was mache ich jetzt? Ich würde vorschlagen, dass ich einfach in Bewegung bleibe. Kann ich das höchstwahrscheinlich herausfinden. Wie wäre es mit, wenn ich hier einmal in das Feld reingehe? Vielleicht kann ich Informationen erhalten. Hä, ist da niemand drin? Warte mal. Ich habe gerade keine Lust auf die Schleuder. Was anderes benutzen. Hammer, genau. Wackelachs. So heißt das hier in diesem Spiel. Ausrüsten. Okay. Ich habe jetzt auf den A-Knopf gedrückt, aber... Achso, doch. Wieso hat das eben nicht geklappt? Naja, nicht so schlimm. Okay, da ist Nuki.
Quatsch ihn mal an. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ah, Kanscha. Yeah, was geht? Hallo, 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 hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Was soll ich tun? Ich bin dir unendlich dankbar für deine Hilfe beim Brückenbau. Danke im Namen der ganzen Insel. Als allererstes solltest du die Anleitung von mir nutzen und ein Brückenbau-Kit nun ja bauen. Ach ja, stimmt, da war was mit einer Brücke. Selbiges trägst du dann dahin, wo die Brücke stehen soll und plopp, markierst die Stelle damit. Das klang jetzt recht simpel, kann aber in der Praxis auch manchmal etwas kniffliger werden. Falls also was nicht klappen sollte, sag mir einfach Bescheid, hm? Gutes Gelingen, Kanscha. Okay, habe ich denn... Da, das ist die Behelfswerkbank, aber die brauche ich gerade nicht. Paddelnähmaschine. Warte mal, wie groß ist denn dieses Brückenbaukit? Ja, ja. Ja, wo ist denn die Anleitung? Oh, ich muss wirklich reinkommen. Klingt das was? Ah, guck mal. Ah, hier. Brückenbaukit. Baumstamm-Pfahl-Set. 4x Lehm und 4x Stein. Baumstamm-Pfahl-Set? Wo bekomme ich das denn her? So. Baumstamm-Pfahl. Na, warte mal, wo ich schon mal hier bin. Nadelbaumsetzling. Oh, ich nehme beides mit. Deine Tasche ist voll. Willkommen beim Nook-Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Boah, wenn ich das jetzt ein Jahr lang gemacht hätte. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Nook-Meilen einlösen. Nook-Shopping, Bankautomat. Shopping. Bereits erhaltene Möbel, bereits erhaltene Modewaren. Geben sich Stichworte ein, um Produkte zu finden. Mr. Flamingo. Nintendo Switch Lite. Hab die. Oh, aber gibt es jetzt auch die Switch Lite in einer anderen Farbe? Handtuch? Okay. KK-Koral. One-Up-Pilz. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht so aus, wie als ob man das direkt aus einem Mario-Spiel übernommen hätte. Sieht das nice aus. Natürlich, wer kennt denn diesen Block nicht? Also jetzt diejenigen, die Mario spielen. Hey, ist ja cool. Na, Münze. Pilzplattform L? Und S, okay. Röhre, Schwebeblock. Was, Steinblock gibt es auch? Macht er auch diesen Move? Ja, also an meine Besucher, falls der Kollege bei mir auf der Insel sein sollte, dann passt auf. Weil sonst, bam, genau das, habt ihr das gesehen. Super Pilz, super Stern, Hammer. Zielfall, den Kollegen gibt es auch? Was ist denn das, bitteschön? Ich frage mich gerade, ob ich den Zielfall gleich nehmen sollte. Na, das ist echt heftig. Aber danach habe ich nicht gesucht. Nee, auch nicht danach. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Nook-Meilen einlösen. Was haben wir hier für Items? Oh, hier kann ich mir Klamotten holen. Sollte ich mal tun demnächst. Ich will nur einmal kurz reingucken, was ich schon so für Items bekommen kann. Meilenticket. Warte mal, das braucht man doch, um eine andere Insel zu besuchen. War das nicht so?
Na, vielleicht kann man das ergänzen. Weiß nicht, ob man jetzt nur Inseln von Leuten besuchen kann, die man kennt oder von denen man was bekommt, also einen Code, oder ob man einfach wie in Pokémon oder Mario Kart in den Online-Modus reingehen kann. Und auf einmal kann man eine Insel besuchen. Bankautomat. Kredithöhe 79.650. Ich sollte doch am Anfang irgendwas mit 49.800 bezahlen. Wieso muss ich jetzt noch mehr bezahlen? Okay, das war's. Ah, da kann man golfen. Baumstamm-Fallset. Okay. Oh, ich habe voll viele Items, ne? Bei mir. Ups, wie das aussah. Sollte die mal lagern. Wie habe ich das eigentlich gemacht? Benutze ich mein Haus zum Lagern oder? Oh, guck mal. Du kannst einen Dodo-Code bekommen, mit dem du zu fremden Inseln kannst. Ah, okay. Hier, was geht, Kati? Cool, dass du schreibst. Aber ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, wie du sehen kannst. Ich spiele das Spiel jetzt seit, keine Ahnung, wann wieder zum ersten Mal. Das Ding ist, in meinem Haus habe ich keinen Platz mehr, um etwas zu lagern. Ach, mit Y hebt man auf. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist los? Huch, meine Tasche ist ja voll. Wieder hinlegen. Nice. Einfach Sternis gefunden. Boah, Ben. Die sind gut. Habe ich überhaupt Platz? Ah, nee, doch nicht. Na, ich kann ja auch gerne jetzt demnächst schon sogar eure Inseln besuchen. Muss ja jetzt nicht das Spiel irgendwie voll lange im Offline-Modus hocken. Kann man ja beides sogar vielleicht zusammen machen. Aber das ist auch so eine Angelegenheit. Aber ich muss das üben. Nein, nicht Sprungstab. Schleuder. Nee. Was für Notrettung. Muss man jetzt auch nicht übertreiben. Kann ich von hier aus den Luftballon treffen? Nee, von hier aus nicht, aber von hier aus. Yeah, nice, geschafft. Freue mich voll. Kannst die Erweiterungen für dein Inventar kaufen? Ja, stimmt. Wie mache ich das nochmal? Oh, hier sind auch weitere Sternis. Aber ich sollte vielleicht doch erstmal ins Museum. Ich habe so viele Sachen, die ich dem Eugen geben könnte. Ach doch, beim Bankautomaten. Dann checke ich das gleich ab. Ich habe das eben nicht gefunden. 1000 Sterne Sack. Heftig. Wie? Wieder vergraben. Hä? Warte mal. Ist der Sack jetzt weg? Nein, ne? Das gibt's nicht. Oder warte mal. Wieder einpflanzen. Ist das vielleicht so ein Sternibaum? Und du musst es herstellen, also eine Art Zaun. Hier erstmal zu Eugen. Ja, ist es. Ist ja cool. Gut, dass ich das dann so gemacht habe. Ah, hier, so sieht das Museum jetzt aus. Ah, wir können heute Abend versuchen, eventuell Mario Kart zu spielen, falls ihr Bock habt. Oha. Eugen, was geht? Eugen. Oh. Hoch. Oh, pardon.
Ich bin ein eher nachtaffiner Charakter. Tagsüber schone ich meine scharfen Äuglein. Aber sagen Sie doch mal. Uhu Kansha, wenn das mal keine Freude ist. Das Museum von Joy Island harrt nunmehr mit offenen Worten aller kulturbegeisterten Geister. Ein Werk, das seinesgleichen sucht. Ich könnte vor Rührung schlicht heulen. Und freilich hat Joy Island sein kulturelles Kronjuwel allein ihrer Spendabilität zu verdanken. Daher von mir aus tiefstem Herzen in höchsten Tönen ein himmelhoch jauchzendes Danke. Werfen Sie doch gleich mit mir einen Blick auf den Raumplan unseres famosen Hauses. Wie Sie sehen, befinden sich zunächst einmal Zugänge nach links, nach rechts sowie in Richtung Keller. Ein jeder führt zu Ausstellungssälen, in denen unsere bisher gestifteten Stücke zu sehen sind. Hinzu noch eines, jenseits der Treppe im hintersten Raum finden sich famose Kunstwerke. Ach, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Es handelt sich nämlich um eine Galerie für erlesene Ästhetik, zumindest in der Theorie. Sie müssen wissen, derzeit sind dort nämlich noch keine Werke präsent, doch das wird sich ändern. Jawohl. Denn ich habe mir die Suche nach ansprechenden Kunstkreationen offiziell zum Auftrag gemacht. So, Sie mir denn bei diesem Unterfangen zur Hand gehen könnten? Oh, ich vergaß. Wir nehmen nun auch mehrere Spenden auf einmal an, um den Prozess zu vereinfachen. Nice. Sollten Sie also Fossilien, Fische, Meerestiere oder Insekten für uns haben? Insekten? Ah, der Kollege mag, glaube ich, keine Insekten. Melden Sie sich einfach bei mir mit einem beherzten Ich hätte da was und ich bin ganz Ohr. Und bis dahin viel Spaß beim Stöbern und Erleben. Hier sonnen Sie sich im Lichte der Kultur.